Das fuchst mich. Dass ich da nicht lang gehen konnte. Ah, fuck, Mann. Toll. Jetzt kann ich... Ich hätte die Frau als erstes ansprechen sollen. Wenn es überhaupt gegangen wäre. Das weiß man ja nicht, ne? Wo ist sie eigentlich? Läuft die hinter uns her? Nee. Wie können wir sie dann immer noch hören? Die steht da hinten. Hört sich an, als wenn die neben uns läuft. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Aber man will ja halt auch gucken, was man... Ja, ne, das ist so... Ist halt ein sehr schwieriges Thema, würde ich sagen. Also bisher das Schwierigste vielleicht, was behandelt wurde. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt so mal die Themen bei Life is Strange und Before the Storm und Life is Strange 2 und Captain Future oder so. Nee, Captain... War das Captain... Chris, Captain Ding of Adventure oder so. Captain of Adventure. Also dieses kleine Ding da nebenbei. Dieser... You wanna sit down for a bit? Ja, lass mal sitzen. Not a bad view, right? Yeah. I get now why they put cemeteries in nice spots. Takes a little bit of the sting off. Listen, I know this has been hard. I'm really grateful you saw it through with me. Fireweed was great, but there was no one really there for me like that, you know? You're the only one. Hey, brothers and sisters, right? But it's been way more brothers than sisters lately, which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait. Are you still blaming yourself for that? Don't. It was my choice. It's just... I stole your life, Tyler. And then I totally wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. Michael's gonna be a famous chef. And what am I doing? Nothing. Nothing. You've been working on that accounting degree, and your art's good. Really good. Stop putting yourself down. As soon as we figure this shit out, we're gonna sell the house, and you're gonna go to Juno. You're gonna kick ass. You make it sound so easy. No. We never had a shot at easy, but we always pull through, right? Yeah. You're right. Hey, wherever Ranger Tyler ends up next, he better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. And anyway, it's not gonna be for a while. We've got time. Oh yeah, of course. We do. So, I guess we know the story now, huh? Marianne was done with Delos, and Delos was done with her. Maybe she was too proud, but... She worked so hard for so long, and when she reached the end of her rope, no one was there to help her. Not even Tessa. Or Eddie. And when she heard social services was coming, she... Gave up. But killed her kids? Really? I don't know. It still feels like there's something missing, right? Hmm. You're never gonna understand what was going through her mind. I'll bet even she didn't. It's probably always gonna feel that way. Okay. Oh, I'm gonna fall asleep the second I hit the couch. You better rally. We still have to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey. Whoever packs the most gets the big couch tonight.
Allison. I'll get the fire extinguisher. Aua! Ich war doch aua! Gott, ich hab mich so erschrocken. Scheiße! Das war eine Frau. Tyler, are you all right? Allison, Barn. Stay there. I got it. Das war ein Frauenkörper. Oder? There was a guy. He smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight, and he was all in black. God, why would someone try to burn down our barn? I don't know. But I'm going to find out. So, did Eddie teach you how to put out a fire? Nope. I taught myself. Did he really have to smash everything? I might have found something. Hier durch, ne? Ich weiß, da ist ja was in der Mitte. You went looking under the rug? This gas can was already here this morning. He didn't asshole even dump the drawers. Oh, da haben wir wieder was gefunden. At least you were spared. God, he really turned this place upside down. Jetzt das hier, hallo? Is that a box under the barn? Yeah, what the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Where could we possibly find a tool to do that? Ich glaube immer noch, dass das eine Frau war. These planks look newer than the rest. That corner used to be all dirt. Fur chickens. She was always saying how she was gonna make this place a real homestead. Little house on the tundra. Ich würde ja sagen, hier liegt da so ein bisschen Werkzeug rum. Aber wahrscheinlich muss ich noch nebenan gehen. Nee, doch nicht. Doch da. Die Brechstange. I guess we know how he made the hole. Schauen wir mal nach. Step back. I'll be fine. Aber was ich mich gerade erschrocken habe, als die Tür aufging, wirklich als wenn man mich umgeschubst hätte. Ich sage auch nur aua. Oh, ich glaube, das war ein Frauenkörper. Well, I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne. Let's open it. Was sich in der Kiste befindet, sehen wir in der nächsten Folge. What's that there? Some kind of carving. Not sure what it is though. Das sieht aus wie ein Auge, Striche, Moment. Auge, da. Wait. Look. It's the same symbol. The secret keeper. Well, let's see if we can find any numbers. Ob wir Zahlen finden können. Three digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of person. Wait. Look. It's the same symbol. The secret keeper. Well, let's see if we can find any numbers. Ob wir Zahlen finden können, okay. Um,
als sie ihre Runden 2. Ich lese mal eben so durch. Also ich habe eine 2 gefunden. Klettern vor oder eine Fichte, eine Fichte, ja. 2-1 vielleicht. Boah, wann wieder eine Hebidibidi. Nee, konnten. Nee. Bin ich jetzt doof? Ach, das Problem ist, dass ich nicht mehr viel Zeit habe und schon eigentlich recht drüber bin, ne? Wenn ich bin 2 Kapitel zu sagen, ich da die 2 habe, so ich gucke hier nochmal. Warte mal. 1 da unten. 3 0. 130. Ach mein Gott. That did it. Jawolle. Na, lesen. Fuck. That's rough. Mary Ann, es tut mir leid, this, dass... This guy tried to push Mary Ann to get an abortion. Even though she wanted to keep us. Okay. Okay, Leute, ich bin schon bei 45 Minuten, sehe ich gerade. Das heißt, ich werde wohl diese Folge jetzt durchziehen und aufnehmen. Ich weiß nämlich nicht, wann Ende ist. Ich denke mal, gleich wird Ende sein. Aber ich werde dann wohl diese Folge jetzt hier, die ich aufgenommen habe, also diese 50 Minuten, werde ich dann irgendwie in 2 Folgen schneiden. Also so, ne, werde das dann halt so schneiden, dass das 2 Folgen sind. Und wundert euch dann nicht halt, warum ich dann halt mal nicht Hallo gesagt habe oder mal nicht Tschüss gesagt habe, weil ich will jetzt nicht hier eine Stunde lang aufnehmen und dann, ich mache da dann halt 2 Folgen draus. Okay, Mary Ann, es tut mir leid, da müssen wir uns jetzt auch nicht so beeilen. Es tut mir leid, dass du in dieser Lage bist. Danke, dass du in dieser Lage bist. Du glaubst, du wärst eine tolle Mutter und ich habe keinen Zweifel, dass du es eines Tages auch sein wirst. Aber hier und heute müssen wir dafür sorgen, nicht gleich 3 Leben zu ruinieren. Meine Ehe ist schon länger zerrüttet, aber das verdient sie nicht. Doch vor allem mache ich mir Sorgen um dich. Die Menschen hier zerreißen sich gern das Maul und ich möchte nicht, dass du das durchmachen musst. Ich weiß, dass du zurzeit etwas knapp bei Kasse bist und ich werde mein Möglichstes tun, um dir zu helfen, das Richtige zu tun. Sag mir einfach, wie viel du brauchen wirst. Wow. Ja, also wie gesagt, ne, nicht wundern, warum ich mich nicht verabschiede oder nicht Hallo gesagt habe jetzt hier. Where did he even come from? I didn't notice any cars on the way in. He bailed behind the barn.
After that, your guess is as good as mine. Should be easy to see where he went because of the snow, right? Unless, you know, he was wearing hover shoes. Ich will mich jetzt halt auch nicht zu sehr beeilen und weil ich jetzt halt schon bei 45, 50 Minuten bin, mache ich halt zwei Folgen draus. So, untersuchen. Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. Liebste Mary Ann, ich muss dich wiedersehen. Ich weiß, wie das jetzt klingt und ich möchte nicht, dass du mich für einen Schützenjäger hältst, der jede Frau nachrennt, die neu in Dallas Crossing ist. Ich habe meine Gelübde immer ernst genommen, doch mein Treffen mit dir hat alles verändert. Wenn wir zusammen sind, fühlt es sich an, als würde ich im Dunkeln ohne Scheinwerfer mit 120 die Autobahn entlang grasen und ich will, dass dieses Gefühl nie vorbeigeht. Ich weiß, dass es falsch ist und wir beide viel zu verlieren haben, aber ich muss dich einfach wiedersehen. Ich hoffe, dir geht es auch so, Herzchen. PS, welcher Mann macht das? PS, fürs nächste Mal habe ich dir eine Kleinigkeit gekauft. Ich kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen. Wow, okay. That's everything. What the hell? So, Mary Ann hid a box under the barn. A box full of letters from our deadbeat dad. Er wollte die Briefe. Es ist ziemlich eindeutig. Es ist ziemlich eindeutig. It's pretty clear what happened. You thinking what I'm thinking? Yep. That guy had an affair with Mary Ann, and he just tried to torch the evidence. He must have heard we were clearing out the house. He was worried we'd find it. You know, I can't shake the feeling I've seen him here before. Aha. Wieder eine Erinnerung. Der Tag. Why are we seeing this? I don't know about you, but I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same thing, but something felt different. I need to see the rest. But you know what happens down there. That's the thing. I'm not sure I do. All right. Let's go. Some kind of work boot. Maybe fishing boots? Also doch keine Frau? Ich wäre fest überzeugt gewesen, dass es eine Frau war. This is where I tripped. The Mad Hunter. Wait. There was someone here that night? In the woods? No. It was just I saw. Who the hell did I actually see? Damn. He ran straight for it. No stops, no turns. He was on a mission. Was there someone over there? The Mad Hunter! No, that was the Mad Hunter. What? What are you talking about? That night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah. Unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. And wait, he was here once before, wasn't he? A few days before Marianne died? Maybe. Hold on, do you feel that? Dann ist meine Vermutung ja doch vielleicht richtig, dass der wilde Jäger der Vater von den beiden war, oder ist. Kurz weiter so. Na, geh doch mal aus dem Weg, Mädchen. Irgendwas ist da unten. Kann ich nicht erst da irgendwie runtergehen und gucken? Trail ends here. It looks like he jumped into the gully.
Hey, are there footsteps on the other side? Yeah. That must be where he climbed out. Well, he's long gone. Mm-hmm. Okay. Gut, wo hätte er jetzt auch so sonst hingehen können, ne? Tyler, not there. Our mother fought with someone on the dock. About us. We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? What if it's... I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah, and that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. Nach dem, was ich für dich getan habe, nur noch einmal. Nach dem, was ich für dich getan habe. Komm. After what I did for you, you're really gonna say no to this? Well, no, but I just can't keep doing this. Every time we think we understand, something new pops up. This might be our only shot to figure out who our father is. Who gives a shit about that asshole? I have a father, and I almost lost him because you won't stop. Don't blame me because Chief Brown fucked Marianne over. We need to know the truth. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and- You have to take responsibility for your part in Marianne's death. Whoa. What? How can you say that to me? I didn't. But I did, right? Earlier, to Eddie. But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. Allison. I'll do it. Let's go. Also ich weiß auch nicht, also trotz alledem würde ich trotzdem wissen wollen, was los ist. Was zum... We can do it. Don't let go. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. I told you that would happen. We almost had it, though. That was us watching Marianne fight with that guy. Try to focus on him, all right? Don't think about anything else. I'll try. I don't owe you anything. You've been a little all over the place lately. All over the place? I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money. What happened? Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so damn close. Ich glaube, ich weiß, wer es war. I'm sorry. But I'm done. That's it? You're just giving up, just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Don't go, please. You can't keep running from this alley, or it's only gonna get worse. Ich glaube, ich weiß, wer das war. Diese Stimme. So you're here to make
Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. There's no money. I've never asked you for anything, but right now they need you. It's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that? What do you mean? Well, if those kids have a father, you really think there's a court out there that'd let you keep them? No! You have no claim to my children! Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison? Ja, meine Lieben, das war Kapitel 2 von Tell Me Why. Ja, was kann ich dazu sagen zu der Dingens, jetzt eigentlich nicht viel, würde ich jetzt dazu sagen wollen. Wir haben ja viel herausgefunden. Wir haben herausgefunden, dass Eddie, also dass Tessa uns beim Jugendamt, also die, unsere Mutter beim Jugendamt angeschwärzt hat. Eddie hat das nachverfolgt. Ja, beiden tut es natürlich leid, aber unsere Mutter ging es halt schlechter und schlechter und sie hat sich an verheiratete Männer dran gemacht, zum Beispiel unter anderem auch an Sam, deswegen hat seine Frau Laura ihn verlassen, oder Laura. Carol, die Mom von Eddie, war wohl ihre beste Freundin. Also es sind so Sachen, die, ja, und der wilde Jäger ist unser Vater, also wie ich von Anfang an, ne? Und der wollte jetzt gerade Beweise verschwinden lassen. Jetzt ist er die Sache. Sam ist das nicht. Das ist nicht Sam. So. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Und wenn ich mit meiner Vermutung richtig. Ich glaube, es ist der Ehemann von Tessa. Mit dem wir eine Affäre hatten. Also nicht wir, sondern unsere Mutter. Und der Vater der Zwillinge ist. Weil diese ganz, ich weiß nicht, irgendwie die Stimme und ich weiß, irgendwie passt das. Ich weiß nicht, wer es sonst sein könnte, den sie so ruinieren könnte. Naja, wir werden es im dritten Kapitel erfahren. Ich weiß nicht, ob das dann das letzte sein wird, weil jetzt, wo ich aufnehme, ist es noch nicht draußen. Aber wenn ihr das seht, ist es natürlich draußen, folgt im Anschluss direkt. Deswegen bin ich mal gespannt. Wir machen direkt weiter mit der... Ach, jetzt haben wir... Letztes Mal hatten wir ja nicht... Okay, ja gut, ich gehörte zu den wenigen. Okay, Orange ist immer das, für was wir uns entschieden haben. Tyler war erleichtert, als Allison seine Erinnerungen im Haus wählte. 52% haben das getan. Tyler fühlte sich übergangen, als Allison die Wohnungsbesichtigung annahm. 37% haben den Termin angenommen. Ich... Okay, Allison schöpfte Hoffnung auf eine heile Familie, als Tyler Eddie verzieh. 82% haben Eddie verziehen. Eddie war gerührt, dass Tyler ihm verzieh. 82% haben Eddie verziehen. Michael war ermutigt, als Tyler ihm ein Kompliment machte. 77% haben Michaels Kompliment... Gerade habe ich Michael gesagt. Michaels Kompliment angenommen. Tessa war dankbar, dass die Zwillinge den Kontakt gehalten hatten. 82% haben Tessa verziehen. Und weiter geht's zu dem, was in Kapitel 3 passieren wird. There's something else. Look at this. What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. Let's go. Thank you.
Sorry. Ich habe hier eine Mücke im Zimmer. Okay, meine Lieben. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal.